Da sind wir wieder bei einer weiteren Folge von Let's Watch. Und ich habe mir heute den Peter, besser bekannt als Debitor LP, eingeladen. Herzlich willkommen, Peter. Ja, hallo zusammen. Hallo. Peter, ich habe direkt eine Frage an dich wegen deines Namens. Nämlich ein Debitor ist im deutschen Rechnungswesen der Begriff für einen Schuldner von Forderungen. Jetzt erzähl uns doch mal, wem schuldest du denn jetzt was oder woher kommt der Name? Gute Frage. Also fragen auch relativ viele eigentlich. Ich habe es mal, also Spielernamen suchen ist generell ja schwierig, finde ich. Und früher war es halt in Ragnarok, habe ich da aktiv gespielt. Und dann habe ich halt auf einer Rechnung den Namen Debitor gesehen. Ja, und seitdem hieß ich dann so. Und auf YouTube war nur Debitor halt weg. Und dann habe ich halt nochmal das LP drangehangen. Das altbekannte LP für Let's Play, genau. Das ist nämlich auch das, was du machst, Let's Plays. Was ich ganz spannend finde, der Fabian hatte kürzlich den German Let's Play bei Let's Watch zu Besuch. Wenn man sich so ein bisschen in der Szene rumtreibt, dann weiß man, das ist dein Bruder. Jetzt hat er dir zu Beginn deiner Let's Play-Zeit so ein bisschen einen Push auch mit verpasst. Jetzt mittlerweile hast du tatsächlich fast genauso viele Abonnenten wie er, nämlich mittlerweile um die 175.000. Ist das so ein bisschen so, gibt es da manchmal Ärger zwischen euch beiden oder ist das alles ganz, ganz schlicht? Nee, gar nicht. Also wir gönnen uns das auch gegenseitig oder entsteht auch gar kein Neid oder sowas. Also funktioniert einwandfrei. Ja, ich meine, ich versuche ihn zwar einzuholen, aber so als kleiner Anreiz, aber ich glaube nicht, dass das klappt. Warum glaubst du, dass es nicht klappt? Ja, muss man gucken, weil die Steigerungsrate ist ja eigentlich relativ konstant von uns beiden. Und ja gut. Muss man abwarten. Naja, dann mal schauen. Du machst dann mit ihm zusammen Let's Plays. Ja? Let's Play Togethers nennt sich das Ganze. Mhm. Sowohl mit German Let's Play als auch mit deinem Bruder Sipst LP. Mal ein Level weiter, habe ich hier im Ober. Ja, jetzt komm. Ja, was komm? Ich wollte noch einen Yoshi haben. Oh, perfekt. Kriegst du mal. Alter. Nein, mein Yoshi. Ach so, oh, komm. Mein, warte. Wenn ihr jetzt so zusammenkommt und spielt, ist das tatsächlich so ein bisschen so wie früher, wenn man irgendwie mit seinen Brüdern einfach so auf der Couch gesessen hat und zusammen den Controller in die Hand genommen hat. Ist das ähnlich oder streitet ihr euch jetzt irgendwie mehr um den Controller? Kannst du da irgendwie so ein bisschen Vergleiche ziehen? Nee, also eigentlich ist es so geblieben wie früher auch. Wir haben ja auch früher im Wohnzimmer gesessen, haben gespielt. Nur jetzt läuft halt das Mikro dabei und die Aufnahme. Aber ansonsten alles gleich geblieben, so von der Art her. Das heißt, ihr verhaltet euch auch gleich oder zankt ihr euch jetzt dann für die Kamera mehr, wenn du das Gefühl hast, jetzt ist noch so ein bisschen dieser Entertainment-Faktor mit drin. Ja, ja, okay, und das stimmt. Weißt, die Leute gucken später dann eben das Video. Verhältst du dich dann anders oder ist es immer noch ähnlich? Ne, ich glaube, da reden wir ein bisschen mehr zusammen, aber ansonsten ähnlich. Na gut, ein paar Sachen übertreibt man dann auch natürlich, wenn man sich gegenseitig ärgert, aber ansonsten beim Alten geblieben. Und deine Brüder, der German Let's Play und der Sips, die machen da eben beide, haben wir gerade schon gesagt, auch Let's Plays. Du hast aber noch einen weiteren Bruder und noch eine weitere Schwester, richtig? Ja, genau. Denken die denn auch mal über Let's Plays nach? Oder nee, gar nicht. Haben die gar keinen Bock da drauf? Nee. Also mein älterer Bruder, also ich bin ja der Zweitälteste im Grunde, der hat jetzt letztens erstmal einen PC gekriegt. Ich glaube, für den wäre es gar nichts. Und meine Schwester, die ist auch in einer ganz anderen Richtung. Also die spielt fast gar nicht. Also beide auch gar keine Videospiele. Ja, ne? Genau. Das war's. Okay, also das ist schade. Ich dachte, das ist so ein bisschen so eine kleine Let's Play-Familie. Hätte ganz gut gepasst, wenn die beiden dann tatsächlich auch noch spielen würden. Ja. Jetzt kommen wir mal ein bisschen auf deine Let's Plays zu sprechen. Das ist nämlich auch so ein bisschen der Grund, warum wir natürlich hier bei Let's Watch zusammengekommen sind. Deine erfolgreichsten Let's Plays sind tatsächlich die zu Minecraft. Wie ist das bei Minecraft? Es gibt ja etliche Minecraft-Let's Plays auf YouTube. Gibt es da irgendwie ein Geheimrezept, wie man sich von den anderen Kollegen so ein bisschen abheben kann? Gute Frage. Also ich glaube, ich mache das jetzt schon 2 Jahre, dieses Minecraft-LP und im Grunde, ich baue immer mein einziges Haus weiter, was ich da von Anfang an gebaut habe. Ich glaube, das ist so ein bisschen, was bei mir so faszinierend ist, sage ich jetzt einfach mal. So dieses riesige Haus, was ich da habe und immer weiterentwickel, weiterbaue. Ich nehme auch manchmal Leute mit rein in das LP und ja.
Das ist ein gutes Stichwort, Leute mit reinnehmen. Du hast auch, ich habe gesehen, ab Dezember hast du gestartet mit einer Community-Aktion. Das heißt, du hast eine Minecraft-Map gestartet, bei denen du deiner Community gesagt hast, hier könnt ihr mitbauen, quasi eine Survival-Map. Und du stellst irgendwie immer Aufgaben, damit deine Community selber bauen kann. Zum Beispiel dein erstes Video dazu, da hattest du ein Haus auf der Map und hast dann zu deiner Community gesagt, jetzt macht mal, dass das Haus verlassen aussieht, dass es alt aussieht. Gibt es da eine riesige Resonanz? Wie viel Einsendung kriegst du da pro Community-Aktion, die du startest? Gute Frage. Also ich glaube, die erste war noch am meisten, waren um die 50 Videos, weil ich meine, gut, die erste war, das Haus alt aussehen zu lassen. Da stand ja schon ein Haus und da musste man halt nur so ein paar Veränderungen dran machen. Und die anderen Aktionen, da sind immer so 20 bis 30 Videos, die dann reinkommen, die auch vernünftig sind. Klar, ein paar sind dabei, die kann man gar nicht gebrauchen. Mhm. Wonach hast du das entschieden, was man da so gebrauchen kann, was man nicht gebrauchen kann? Ja, so, ich stelle mir immer vor, dass ich dann auf dieser Map halt diese Survival-Games spiele. Und wenn es halt nicht passt, wenn man da irgendwo hängen bleiben würde als Minecraft-Figürchen, dann geht das nicht, weil dann müsste ein Admin wieder eingreifen und das wäre zu viel. Ja, das heißt, dein Ziel ist es quasi so eine Art, du hast auch gesagt, Hunger Games Map zu erstellen. Was kann man sich darunter vorstellen, wenn man jetzt gar keine Ahnung hat von Minecraft und Survival und Community? Wie läuft das Ganze ab? Also vom Prinzip her an diesem Film angelehnt, Hunger Games. Also bei Minecraft zum Beispiel, da startet man so mit um die 20 Leute. Dann läuft ein Timer ab und dann geht's ab in die Mitte und der Letzte, der lebt, der gewinnt halt. Man kann sich da in diverse Gebäude verstecken, Ausrüstung finden, Waffen. Mhm. Also schon ganz interessant eigentlich. Ja, coole Sache. Ich glaube, dafür muss ich tatsächlich auch mal wieder meinen Minecraft-Account rauskramen. Ich finde es tatsächlich echt, echt super, weil so eine Community-Aktion, gerade bei Minecraft, wo man ja sonst immer eher so für sich selbst seine Häuschen baut und so, finde ich das eigentlich spannend, da echt mehr rauszuholen und mit der Community zusammenzuarbeiten. Jetzt hast du mittlerweile mehr als 650 Folgen tatsächlich schon von deiner Minecraft, deinem Minecraft-Let's Plays gemacht. Ich glaube, was ist das heute irgendwie? 656, also du bist auf jeden Fall schon echt eine ganze Weile dabei mit Minecraft. Gibt es irgendwie was du in der ganzen Zeit irgendwie gelernt hast? Ich habe gelesen, deine Fans haben zum Beispiel unter deinem ersten Minecraft-Let's Play gesagt, dass du noch recht wenig geredet hast und so, noch keine Abmoderation. Sind das so die primären Sachen, die sich einfach dann über 600 Folgen ergeben haben? Oder hast du da noch andere Sachen, die du lernen konntest? Ja, auf jeden Fall auch Mikrofontechnik, Videoschnitt und so die ganzen Grundlagen, die man hatte. Vorher war die Musik viel zu laut, da war die Musik fast gleich so laut wie meine Stimme. Und im Nachhinein, wenn man sich das anhört, ist das schon komisch. Aber an sich, klar, man redet dann mehr, freier vielleicht, lockerer. Am Anfang, ich glaube, mein erstes LP, das war total monoton und schüchtern. Mhm. Also, ja gut, 2010 war das auch, glaube ich. Ist schon ein paar Tage her. Genau. Also. Und wie lange hast du da jetzt grob für gebraucht? Ich meine, 600 Folgen sind natürlich schon viel. Gab es da irgendwie so einen Knackpunkt, dass du gesagt hast, so, 200 Folgen, jetzt weiß ich, wie es geht? Oder kam das tatsächlich eher so schleichend über die 600 Folgen nach und nach? Und hast du das Gefühl, du bist immer noch besser? Ja, schleichend auf jeden Fall. Also man hat jetzt nicht von der einen Folge zur anderen gehört, ja, jetzt ist es drin. Und ich finde auch, dass ich immer noch versuche, besser zu werden, weil man will sich auch irgendwie immer selbst erfinden. Klar. Dass es auch interessant bleibt für die Leute und ist halt immer so ein Auf und Ab mit den Views. Manchmal gucken es mehr, manchmal weniger, je nachdem, was für Projekte man auch gerade macht in der Map. Das ist schon witzig. Also du sagst gerade, man will irgendwie doch dann irgendwie interessant bleiben. Ich habe bei dir im Kanal gesehen, du machst dann auch ab und zu Let's Play Togethers mit deiner Frau, mit der Dani. Genau. Das ist dann wahrscheinlich auch sowas nochmal, wo die Leute dann sagen, hey, das ist nochmal was anderes, das gucke ich mir gerne an. Wir hatten nämlich da ein Let's Play Together, wo deine Frau mit dir Mario Party spielt. Ja, der war gut. Und du bringst sie quasi so hinter den Kulissen so zum Lachen und anschließend sprecht ihr so ein bisschen über das Thema Webcam beim Spielen. Und da sagt sie Folgendes. Das ist nicht normal. Die denken auch, die lachen sich wegen doofen Sachen kaputt. Die können dich ja nicht sehen, was du hier für eine Scheiße machst. Ja, wenn wir uns mal gezeigt haben, machen wir eine Webcam hin, ne? Oh, ja, genau. Aber das Blöde ist, dann müssen wir uns immer frisch machen. Das ist mir doch egal, ich bin nicht immer frisch. Das kann doch jeder sehen. Ja, man bekommt den Eindruck, du siehst das irgendwie alles ein bisschen anders. Warum gehst denn du nicht ungestylt und vielleicht sogar nicht ungeschminkt vor die Kamera?
Ja, ich finde, ich möchte nicht vor der Kamera aussehen. Ich sage jetzt einfach mal, wie der letzte Penner. Also muss schon, ich finde, man muss schon einigermaßen gepflegten Auftritt vor Kamera machen. Wie lange brauchst du dann quasi in der Dusche und vor dem Spiegel, bis du für so ein Let's Play fertig bist? Ja, wenn ich mit Cam aufnehme, ich meine, ich muss ja nur den oberen Bereich stylen. Untenrum ist ja relativ egal, wie es da aussieht, dann grob gesagt. Das heißt quasi Let's Play oben und Let's Play unten ohne Hose, wenn ich das richtig verstehe. Ja, so ich glaube, direkt das nicht, wird, genau. Wird Fabian und Nino als Insider-Tipp freuen. Ja, aber heißt, so eigentlich nur Haare machen, rasieren und fertig. Okay, das klingt ja noch nach vergleichsweise wenig Aufwand, wenn man überlegt, wie lange du denn tatsächlich eben vorm Computer sitzen das Ganze aufnimmst. Das ist auch ein gutes Stichwort. Ich habe nämlich auch auf deinem Kanal gesehen, du hast ja so ein eigenes Gaming-Zimmer quasi fertig gemacht. Das ist irgendwie nur 1,5 Quadratmeter groß. Ja, oder größer so. Also ist das ist tatsächlich nicht, genau. Eigentlich eine Besenkammer. Mhm. Das heißt, man sieht es jetzt auch im Hintergrund wahrscheinlich ein bisschen. Du spielst tatsächlich in so einer Gaming-Kammer deine Let's Plays. Also es ist ein schallgedämmter Gaming-Raum, du hast da irgendwie so ein Schalterpanel, wo du deine Festplatten an- und aus machen kannst, dein Licht an- und aus und auch so eine tatsächlich installierte Luftzufuhr in der Tür, also alles drum und dran. Wie lange hältst du das da überhaupt aus? Ich meine, so ein kleiner 1,5 Quadratmeter Raum, dann wird das einem nicht langsam zu eng, wenn man den ganzen Tag da aufzeichnet? Nee, also aufzeichne, ich meine, ich sag mal 3 bis 4 Stunden bin ich täglich hier drin, jetzt im Durchschnitt, grob gesagt. Und am Anfang, das ist schon eine Menge für die Quadratmeterzahl. Ja, eigentlich schon, genau. Also wird gut genutzt. Also am Anfang war der Rechner auch noch hier drin, also dann war mit Tür zu länger als eine Stunde war nicht auszuhalten. Okay, von der Hitze her? Von der Hitze, oder? Also und gerade im Sommer, das war hier so warm drin, also ging gar nicht. Und jetzt habe ich ja den Rechner ausgelagert und halt die Lüftung hier eingebaut und jetzt 2-3 Stunden ist ohne Probleme. Aber wie gesagt, super, meistens ist die Tür auf. Okay. Außer ich nehme auf. Ja. Außer du nimmst auf, dann genau. Muss die Tür zu sein, sonst lacht die Dani mit in die Aufnahme rein. Kann passieren, genau. Okay, du sagst gerade, das kann passieren, dass die Dani mit reinlacht. Ich habe gesehen, du hast auch den Kanal Debitor HD, da machst du so ein bisschen Kram mehr aus deinem echten Leben, so zum Beispiel mit deiner Frau zusammen Fanpost auspacken. Das kann man tatsächlich auch sehen, wie du dieses Gaming-Zimmer gebaut hast. Also wer sich dafür interessiert, sowas selber mal nachzubauen, kann da dann tatsächlich deine Videos zu angucken. Und sich inspirieren lassen. Du kochst auch, machst so ein bisschen Sketche. Wie viel Zeit bleibt dir für sowas noch neben Let's Plays oder sind das eher so Beilaufwerke, die du mitmachst, wenn du gerade mal irgendwie die Handykamera anhast? Ne, sind mehr und mehr so neben, also Beiwerke. Außer jetzt der Raum, da habe ich mir natürlich viel Mühe für gegeben. Und der Rest ist eigentlich immer nur spontan, wie vor einer Party, nach einer Party hatte ich da, glaube ich, mal drin. Und der Rest entsteht eigentlich nur so. Wie lange hast du für den Raum gebraucht? Du hast ja 3 Videos da quasi drin, wo du zeigst, wie du das alles zusammengebastelt hast und dann auch nochmal ein Video, wo du den Raum so ein bisschen vorstellst. Boah, gute Frage. Also so eigentlich richtig lange, weil die ganzen Bauelemente hier aus Holz, die habe ich selber gebaut, lackiert, abgeschliffen, dann das Panel auf der Arbeit vorbereitet und nachher angeschlossen, eingestellt. Also kann ich gar nicht sagen, da waren etliche Tage, will ich mal sagen, Wochen. Hast du das Gefühl, das kommt gut bei der Community an, wenn du sowas machst, so Real-Life-Geschichten, gerade auch mit deiner Frau, dann zum Beispiel zusammen kochen. Deine Frau hat ja auch selber einen Kanal, als Dani kocht, macht sie auch selber leckere Sachen. Ich habe schon reingeguckt, Schokotorte direkt nächste Woche nachmachen. Ja, genau. Glaubst du, es ist gerade bei der Let's Play-Community was auch gut ankommt, einfach die Let's Player, die man sonst immer nur hört, auch mal zu sehen? Ja, ich denke, ja. ich meine, was macht den Reiz aus? Also ich meine, 18 Monate waren es, glaube ich, da habe ich mich ja nicht gezeigt. Da war ich ja auch so wie German Let's Play nie zu sehen. Und dann habe ich gedacht, dann zeigst du dich mal, dann kannst du vielleicht noch mehr machen. Und ich finde es halt witzig, wenn man dann ein bisschen mehr vor der Kamera noch machen kann, wie jetzt so eine Facecam oder jetzt so ein Interview, wenn man dann einen sieht. Aber jetzt sieht man dich ja auch. Genau. Ja, klar, eben. Ne? Also wenn du dich jetzt gar nicht zeigen würdest, dann hätten wir natürlich schon viel mehr Schwierigkeiten, so ein Let's Watch mit dir zu machen. Deswegen super, dass du das machst und dich dazu entschieden hast. Und auch super, dass du heute bei uns zu Gast warst. Ich danke dir vielmals. An euch da draußen, wenn ihr mal schauen wollt, geht gerne mal vorbei auf den Kanal vom Debitor LP. Wir verlinken euch das Ganze natürlich auch nochmal unten in der Beschreibung. Peter, ich danke dir, dass du heute bei uns dabei warst und wünsche dir noch einen schönen Abend und euch da draußen natürlich auch. Ja, tschüss. Tschüss.
Blumen.